Hi Leute, erstmal Entschuldigung, ich bin saumäßig erkältet, kann deswegen nicht so laut sprechen. Aber ich will trotzdem mal schnell eine Zuschauerfrage beantworten. Ich hatte gerade eben dieses Axt-Video hochgeladen auf M1 Volta und da hat mir jetzt 96, was weiß ich, netter Kanalname, mir eine Frage gestellt zu dem Fiskars Axtschärfer. Ja, den habe ich. Erstmal und was ich davon halte. Tjo. Wenn wir jetzt nur auf die Fiskars-Äxte beziehen. Ich habe jetzt hier mal eine Fiskars-Axt und zwar die X5. Die Fiskars-Axt hat eine Besonderheit. Die hat eine Art Antihaftbeschichtung. Die darf man beim Schärfen eigentlich nicht verletzen oder sollte man nicht verletzen. Denn beim Hacken oder Spalten soll die für das bessere Einkleiden in das Holz sorgen. Wenn man natürlich jetzt beim Schärfen hier großartig über die Fläche fährt mit dem Schleifmittel, ist natürlich die Axt dann, wie sagt man dann so schön, einfach versaut hier oben. Deswegen bietet Fiskars diesen Axtschärfer an. Und der funktioniert auch eigentlich recht schön. Man hakt hier ein und zieht so durch. Jetzt allerdings mein Kritikpunkt. Dieser Axtschärfer funktioniert bei Messern oder Äxten bis zu einem gewissen Grad brauchbar. Also ich sag mal so, von Hand geschliffen ist meiner Meinung nach immer besser als mit so einem Schärfmechanismus. Für jemanden, der natürlich nicht von Hand schleifen kann oder schärfen kann und nicht von Hand schärfen will oder mal schnell mal nachziehen will, ist das natürlich eine schöne Alternative. Allerdings, und jetzt kommt der große Haken bei Äxten, gerade bei Spaltäxten, wenn man da richtig mal daneben geschlagen hat und richtig meinetwegen in die Erde eingedockt ist oder auf einen Stein geschlagen hat, hat man in der Regel dann auf der Axt hier vorne eine richtig große Delle oder einen richtig großen Einschlag. Und so leid es mir tut, mit dem Gerät werdet ihr das nicht mehr hinbekommen. Weil das ist wirklich nur ein reines Nachschärfgerät. Eigentlich ganz simpel aufgebaut. Ich öffne es mal von hier und halte es mal etwas in die Kamera. Wir sehen hier diesen Rollenmechanismus, der einfach wie ein V angeordnet ist. Und in dieses V setzt sich die Schärfe ein und wird quasi durch diese Schleifmittel vorne wieder in die Mitte geschärft. Das funktioniert aber wie gesagt nur bei kleinen, ganz, ganz kleinen Abstumpfungen oder Beschädigungen. Allerdings so eine Delle kriegt man damit definitiv nicht mehr raus. Da muss man dann wirklich an schwere Schleifmittel dran. Das ist halt meine Meinung zu dem Axtschärfer. Also mal kurz ein Messer nachziehen, top. Mal kurz eine Axt nachziehen, top. Hat man aber eine Kerbe im Messer oder in der Axt, ist der Fiskars wie alle anderen Schleifmittel dieser Art und Weise, die mir bekannt sind, nicht in der Lage, diesen Fehler zu beheben. Das nur mal so als Info, wofür man sowas überhaupt verwenden kann. Also ich will das Ding nicht schlecht machen, es ist wirklich eine schöne Hilfe, man kann es schön anfassen, schön aufsetzen und es macht auch wirklich eine brauchbare Schärfe an einem Messer. Aber schwere Beschädigungen kriegt ihr damit definitiv nicht weg. Also da müsst ihr definitiv zu anderen Mitteln greifen, wie halt in dem Video zu der Flex oder zu einem Schleifstein oder ähnliches. Da muss dann wirklich die Axt quasi neu vorne hergestellt werden. Nur so als kleiner Tipp. So, ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.